Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video nach einem etwas längeren Vorspann. Das Mora Floating Serrated Knife musste einfach sein. Mal erstmal die Fluktuation hier beenden. Es musste einfach sein, dass ich euch zeige, dass das Ding schwimmt, auch mit der Scheide. Das riecht so gut wie nichts. Bevor ich rumquatsch und rummache, Tabletop. Und warum ich meine Moras und meine Vanquest Sachen so mag. Die vertragen sich. Hier, Molle. Ja? Ja. Ja? Die vertragen sich einfach. Die können es auch hier vorne reinstopfen. Ja? Zopp. Oder rückwärts. Wenn ihr euch unsicher seid. Moment. So. Zopp. Moran Vanquest. Good friends. So, Tabletop. Oh, mein altbekanntes Review-Kit. Und hier. Schnucki. Übrigens schneidet nicht nur Taue, Seile, Kabelbinder, ja? Macht auch Locken. Und das, Achtung, dadurch, dass man die Serrations hat, kann man, wenn man ein bisschen aufpasst, richtige Mehrfachlöckchen auf einmal produzieren. Ja. Ach komm, wisst ihr was? Schießt doch der Hund drauf. Kann so eine fragile Klinge batonieren? Kommt auf den Batonneur an. Der batoniert. Gucken wir erstmal. Der Batonneur. Was für ein Wort habe ich erfunden? Das ist doch jetzt nicht Inch. Ach Himmel. Wie viel Millimeter? Zero. 1,1 Millimeter. Kann das batonieren? Natürlich kann das batonieren. Das wird nur schwierig und es wird hart fürs Messer. Achtung, man muss nur wissen, wie. Nämlich nicht einfach durch die Mitte, sondern so ein bisschen wie Beaver Chewing. Immer so ein bisschen. Ja? Könnt auch kleine Schindeln abbrechen. Ja. 1,1 mm 12C27 Sandwegstahl. Ja. Eine Schindel. Oh. Nichts krumm. Serrations sind noch dran.
Gut. Wir haben nicht nur den schönsten Gliedermaßstab oder auch Zollstock der Welt gesagt. Wir haben eine Gesamtlänge von 22,5, worauf die Klinge entfällt 9,5, ja? Sondern wir haben auch gewiegt, weil wir das jetzt gewiegt haben gleich sofort. Messer 48,9 Gramm mit Scheide. Na, wir wollen es hier nicht verfälschen, das Ergebnis. Ein bisschen schwierig. 81,3 Gramm. Ja? Also es riecht nuscht. Ding, es hat hier die altbekannte Plastikscheide. Viele lieben die nicht, mögen die nicht. Drainage Hole, ich finde es sehr geil. Kann ein Vorfilter sein. Wir haben erstmal jetzt das Ding bombensicher dran. Korkgriff. Ich denke, der Tang, der geht bis hierhin. Das Messer ist eigentlich nicht dafür gedacht, um es draußen zu benutzen, für Holz zu spalten oder so irgendwie was. Das ist so für den maritimen Bereich gedacht, um ja, wie soll man sagen, Taue zu kappen und sowas. Aber Entschuldigung. Aber trotzdem kann man das. Und das will, geh weg da. Das muss ich hier noch Tantiem zahlen. Ja. Seht ihr, das Ding produziert doppelte, dreifache, vierfache Mikrolocken. Ne? Okidoki? Gut. Ah, siehst du? Anzünden will ich die jetzt nicht, da es hier geregnet hat die letzten Tage. Gott sei Dank. Wir könnten es zwar mal versuchen, aber ich sage euch gleich, ich glaube nicht dran. Alles in allem ist das Ding schwer beweglich. Ja? Jetzt machen wir mal so. Wenn jeder anfängt zu kotzen. Ja. Das geht. Und die Serrations halten das aus. Ja. Vorne ist abgeflacht. Ja, hier seht es. Wenn ihr zum Beispiel beim Kajak oder was auch immer euch nicht die das Boot versaut, kaputt macht. Oder falls ihr hinfallt, euch das Ding in den Ranzen rammt. Ja. Hier vorne ist es bis auf die letzten, sagen wir mal, 2 cm. Ist es scharf, normal scharf. Ja, dass ihr normal schnitzen könnt, falls ihr es müsst. Ansonsten war das schon. Ja, das hier ist meine Lieblingsfunktion. Der Firestarter Captain, so hätten sie es nennen sollen. Ich wäre es doch schon gewesen mit dem Review. Volle 10 von 10 Punkten. Die arbeiten heute hier im Wald, es tut mir leid. Ja. Aber das ist halt so. Ja, den Wald hast du nicht für dich allein. Ja, zeige ich noch
Das habe ich schon mehrfach gezeigt mit anderen Messern. Zum Beispiel hier mit dem 511er Sonderedition 2019. Die haben wir hier vorne alle beide so Pinöppelchen. Ja, für die, die es nicht wissen. Man hakt die hier ein, drückt den Knopf rein, ja, macht einmal so, dann verriegelt der und dann ist das Ding zu. Ja. Jetzt macht ihr wieder so, drückt den hier den Hebel wieder rein, zopp, jetzt dreht er den wieder auf und dann könnt ihr den oben rausholen. Alles klar? Easy peasy. Geht auch andersrum. Oh, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und immer tschüss, mein Dude. Schwenk du. Tschüss, Abon. Greetings to Moraniv and Dave Canterbury. I know you're watching, buddy.